sodass 300 Leute erblindet sind. Irgendwo mag dies nicht legal sein, aber ich bin aber nicht so sicher über das Ende darüber und ob die Legalität etwas ausmacht. Was über Flugzeuge und Schiffe, die verborgen sind, völlig uneingreifbar. Sie werden heute all dies sehen. Ich werde Ihnen all diese Dinge zeigen. Ich werde Ihnen Augenfutter von elektronischer Verstandeskontrolle geben, die ausgeführt und angewiesen wird von Leuten, die dafür verantwortlich sind. Sie fühlen sich natürlich nicht verantwortlich für Ihre Feinde. Sehen Sie dies. Das erste Mal, dieses Material über illegale Waffen haben Sie noch nicht gesehen. Was über die Kooperation mit Regierungsbehörden? Regierungswaffen werden in die Hände lokaler Polizeibehörden gelegt. Es ist interessant, Ludas Free machte eine Rede in Polen über ein 50-Jahres-Gedenken an den Holocaust und wie sie mit den polnischen Leuten umgegangen sind. Und er macht ein unglaubliches Statement. Er sagte, jedes Mal, wenn wir eine Nation sehen, in der die Regierungspolizei, Regierungsmilitärkräfte, Regierungswaffen und Regierungsassistenz kooperativ mit der lokalen Polizei agiert, die den Willen der Regierungspolizeibehörden ausführt, haben wir den Anfang einer weiteren Diktatur und wir müssen sofort dies stoppen. Then we have the beginning of another dictatorship, and we must immediately put a stop to it. That was Louis Free. Darüber sprach Ludas Free, der Kopf des FBI in Polen vor einigen Jahren. Das ist exakt das, was in den USA heute vor sich geht. Die Regierungsbehörden arbeiten kooperativ mit den lokalen Polizeibehörden zusammen, um Arreste auszuführen und die Türen von amerikanischen Bürgern einzutreten. Louis Fried sagte, dies sei das Kennzeichen für den Beginn einer Diktatur. Dasselbe fand statt, als Adolf Hitler es tat. Und er hat recht. Der derzeitige Kopf des FBI hat recht. Für Jahre und Jahre entwickeln wir diese fantastischen Waffen, über die wir bereits wissen. Dies sind der Stealth-Bomber, die Marineoperation, die Delta Force, spezielle Operationsgruppen und so weiter. Ich zeige Ihnen einige der Feuerkräfte, sehr knapp hier. Dies wird genannt die gebräuchliche Feuerkraft. Viele mögen sich dessen nicht bewusst sein. Ich zeige Ihnen Waffen für spezielle Operationen. Einige der Waffen werden genutzt durch die Green Berets, Delta Force, das SEAL Team. Sehr kleine, spezialisierte SEAL-Teams, spezialisierte Gruppen von Soldaten, die in der Nacht hereinkommen können, gekleidet in grauen Mänteln oder wie auch immer. Sie gehen hinter die Linien, sie gehen direkt in eine Ebene und dann gehen 6, 7, 8, 9, 10 Männer. Aber wenn sie gehen, gehen sie mit solch einer gewaltigen Feuerkraft, dass es die Vorrichtung für 100 oder 200 oder einige hundert Leute wäre, die mit regulärer Feuerkraft ausgestattet wären. Sehen Sie das? Das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Das ist überhaupt nichts im Vergleich zu den geheimen und exotischen Waffen, die die neue Weltordnung unter Ihrem Kommando hat, während sie vorwärts schreitet in die eine Weltregierung. Sehen Sie dies, diese Waffen sprechen für sich selbst. Ich denke, Sie werden überrascht sein und dann gehen wir in Material, bei dem Ihnen die Haare ausfallen werden. Das Erscheinen überwältigender Feuerkraft in gleichmäßiger Reihenfolge wird verursacht durch die Menge der Munition, die sie tragen, oft nicht mehr als 4000 Patronen. Wir sind nicht in der glücklichen Lage, Genesungsteams zu haben. Wir kommen nicht herein und bauen Kirchen und malen Schulen und all diese Dinge. Wenn wir ausgesandt werden, ist es ein hartes Ziel und wir sind da, um es durchzuführen. We'll stay within the confines of humanity, hopefully. Es ist ein schmutziges Geschäft und drei Sachen sind wichtig. Wir müssen präzise sein, wir müssen aggressiv sein und leider, wir müssen total sein. Wir müssen unseren Job durchführen.
There's just not enough of us normally, and when we get there, we have to take care of business. Vietnam. Wie konnten diese speziellen Operationskräfte das Auskommen eines Konfliktes beeinflussen? Die Sache wurde weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz, angesichts zweier neuer Umstände, das Auftauchen des internationalen Terrorismus und des militärischen Kollapses der Sowjetunion. Das neu auftauchende Muster von kleineren, lokalisierten Weltkonflikten brachte Pioniere für unkonventionelle Waffen hervor. Diese haben ihr Training fortgeführt in Sabotage und präzisen Attacken, die manchmal auch zivile Zielscheiben beinhalten können. Wir haben eine andere Notwendigkeit durch die neue Situation. Jede militärische Einheit wird gewartet in ihrem strategischen Wert für ihre individuelle Schlachtfeldstrategie. Einmal eingesetzt, zeichnet sie sich durch Professionalität aus, in der sie ihr Ziel schnell aufsucht. Eine umfassende Auswahl der verschiedenen Waffensysteme maximiert ihren Wert in der Qualität bei gleichzeitig kleinen Größenordnungen. Dies ist der Wüstenspähwagen, DPV, Desert Patrol Vehicle genannt. Er wird genutzt für lange Entfernungen auf dem Boden. Zuerst wird er auch mit dem Flugzeug zu seinem strategischen Punkt gebracht und dann zu seinem Ziel gefahren. Das DPV trägt schwere Waffen und verfügt zugleich über die Geschwindigkeitsmöglichkeit eines Rennwagens. Wir haben hier ein aufmontierbares Maschinengewehr und er hat Waffen, die er auf seiner Mission mit sich tragen kann. Hier ist die MOS 19 mit 4 mm. Wir haben eine Menge MAS 19. And we normally carry about 200 rounds for the lower gun here when we're using the Mark 19. Die oben angebrachte Waffe ist hier ein Maschinengewehr. Und diese Waffe hier ist eine Langstreckenwaffe, die weit hinausreicht. Wie Sie sehen, ist hier eine Menge Feuerkraft und mehr als dies. Wir haben hier die MOS 19 mit sehr viel Feuerkraft. Präzise sehen Sie es hier. Diese Feuerkraft und das Menschenpotenzial wird auf dem Meer freigesetzt mit Hilfe dieser unglaublichen Hochkraft-Schnellboote. Einige erinnern an die alten PT-Boote, allerdings in der Stromlinienform verbessert und machtvoller, sehr viel schneller. Sie können ein SEAL-Team, also ein geschlossenes Team von 6, 8 oder 10 Männern so schnell an einen Ort bringen, dass der Feind sich nicht einmal dessen bewusst ist, dass sie kommen. Es ist eine der besten Befreiungsvorrichtungen, die wir haben von beidem, von Menschenpotenzial und von Feuerkraft. Die ergänzende Mehrbefreiung von Männern und Vorrichtungen wird unter Wasser vollzogen. Die Unterseetruppen sind funktionell darin, Bestimmungen überall in der Welt durchzuführen. Die Ausstattung der Unterseetruppen geht hin bis zum geschützten Unterwasserhousing. Dies beinhaltet Serien von weltumspannenden Basen für Unterseetruppen, bekannt als Befreiungsfahrzeuge oder SDV, Submarine Diving Vehicle genannt.